So, einmal hier für YouTube, damit ich schneiden kann. Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen React-Video auf unserem Kanal. Und zwar geht es rein von der guten Jules Journey. Verlassenes Kloster mit Kirche, doch nicht lost. Bin ich durch Insta drauf bekannt? Quatsch, was laber ich denn? Drauf aufmerksam geworden. So, weil da wohl noch Strom und alles funktioniert. Also, liebe Jules, wir gehen rein in ein aktuelles Video und ab dafür. Was stand denn gerade? Irgendwo was? Fängt ja schon gut an. Ach, in Holland. Ach, guck mal, ich dachte, das Ding war in Deutschland. Boah, ich bin gerade mega erschrocken, weil da was blinkt, aber das ist das Notausgangsschild. Aber das heißt ja, dass Strom noch gehen muss. Das ist eine uralte, riesige Heizung und die funktioniert noch, Leute. Die Heizung läuft ja einfach. Hä? Hä? Das kam doch safe von hier. Nicht, dass das Ding hier noch sogar teilaktiv ist und hier einfach jemand wohnt, Leute. Das wär's. Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mal in einer ganz anderen Location, so wie ich sie in der Art auch noch nicht gesehen habe. Und zwar bin ich mit Sven unterwegs und wir befinden uns hier in dem verlassenen... Was? Das wüsste ich aber, liebe Jules, dass du mit mir unterwegs gewesen wärst. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich da in dem Video auftauche. Aber dein Typ, mit dem du unterwegs bist, hat auf jeden Fall definitiv einen schönen Namen. Ein Kloster. Richtig krass, ich bin super gespannt, was uns erwartet und würde sagen, wir schauen uns das ganze Ding mal an. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Danke. Okay, Leute. Und was wir gerade schon als erstes gesehen haben, und das ist richtig krass, ist eine riesige Kapelle. Das ist eigentlich schon keine Kapelle mehr, sondern wirklich eine komplette... Alter! Ist das Ding riesig? Aber warum ist die Qualität so scheiße? Jules, was ist da los? Was ist da los, Jules? Das ist ja... Da kommt das nur mir so vor? Das ist ja total matschig hier irgendwie, ne? Aber wie geil ist das Ding denn? Komplette Kirche, die hier lost ist. Richtig krass. Da oben geht's hoch zur Orgel. Und hier um die Ecke, habe ich eben gesehen, ist der Beichtstuhl. Hier konnte man dann seine Beichte ablegen. Auf jeden Fall ist das hier richtig, richtig krass. Hier stehen sogar noch alte Kerzen. Das ist komplett aus Marmor, Leute. Und hier steht noch eine kleine Orgel. So, da geht's noch in die Sakristei, auch interessant. Sakristei, sagt mir gar nichts. Und hier ist sehr, sehr viel Vogelkot, ich nehme mal an, von Tauben. Aber ansonsten hier nichts zerstört. Und da oben, Leute, sind zwei Bilder von zwei älteren Herren. Boah, der eine sieht aber auch schon ziemlich creepy aus. Läuft, ich dachte eigentlich gerade, sie meint ihn ja mit der älteren Herren. Ich hab das gerade gar nicht gecheckt, dass da Bilder stehen. Von zwei älteren Herren. Boah, der eine sieht aber auch schon ziemlich creepy aus. Der rechte. Alter, der sieht ja mal richtig creepy aus. Wie creepy sieht das bitte aus? Okay. Ich glaube sogar, dass sie mit dem Handy filmt, Jimmy. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, sie hat mal mit der GoPro gefilmt. Aber dann habe ich mal irgendwie bei Insta einer Story, glaube ich, gesehen, dass sie mit dem Handy filmt. Oder irgendwie bei irgendjemand anders. Ich meine, ey, komm, du brauchst heutzutage... du brauchst ja jetzt nicht die mega fette Kamera oder irgendwie so. Ich meine, ich filme ja auch noch mit der... was heißt nur mit der? Mit der DJI Pocket 2. Würde mir ja gerne irgendwann mal die Dreier zulegen, weil die soll bei Nachtaufnahmen richtig geil sein. Mal schauen. Na gut, weiter im Programm. Okay, hier sind ganz viele Schafe aus Styropor und eine Zeitung auf Holländisch. Wir befinden uns hier nämlich aktuell in Holland. Und hier liegt noch Blumengesteck. Ich finde das immer so süß, wie sie Holländisch. Sie kann das nicht aussprechen. Sie hat auch Kirche oder Holländisch. Das klingt immer voll niedlich bei ihr. Sagt ihr dann auch anstatt Scheiße, sagt ihr dann Scheiche? Jules, wenn du das sehen solltest? Weiß ich nicht. Schreib mir, wie du das sprichst.
schieben wir mal eine Sprachnachricht mal mit so ein paar Sch-Sachen. Ich finde das klingt echt voll niedlich, dieser. Klar, ist das ein Sprachfehler? Ich weiß es nicht. Hier ein bisschen durchwühlt tatsächlich. Aber vielleicht finden wir auf der Zeitung hier auch ein Datum. 10. November 2007. Ein paar Jahre auf dem Buckel auf jeden Fall. Echt jetzt? Ui, vielleicht kommen wir wirklich in den... Lothar, kann aber auch daran liegen, manchmal hast du auch, wenn du Videos zu hoch lädst, dass die nochmal so ein bisschen, ja, von der Auflösung her ein bisschen gedrosselt werden. Und wenn du natürlich dann nur in 1080, also in Full HD filmst und das dann, ja, vor YouTube, ich weiß gar nicht, ob YouTube drosselt. Also ich meine, ich habe ja hier auch Premium und eigentlich kann ich bei manchen Videos auch eine bessere Bitrate einstellen. Dann ist das Bit auch besser, aber gut, weiß ich nicht. Wir gucken einfach mal weiter. Ja gut, bei Dunkelaufnahmen hast du sowieso mit dem Handy meistens immer verloren. Ein Kirchturm, das wäre ja auch sehr, sehr cool. Einen wunderschönen guten Abend, Heidi. Oh, jetzt habe ich klein gemacht. Groß machen. Okay, sonst, ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal nach oben. Hier sind jetzt aber auch noch ganz, ganz viele Türen. Ich denke mal, das wird wieder aus der Kapelle rausführen. Weil die Tür, Leute, ist abgeschlossen. Dann stehen noch ein Schreibtisch und ein Stuhl. Und das sieht aber sehr, sehr sauber aus, muss ich sagen. Ja, du hast den doch nicht mehr auf. Das sieht richtig sauber aus. Also ich weiß zum Beispiel auch bei Insta. Bei Insta musst du es zum Beispiel einstellen, wenn du ein Foto hochlädst oder ein Reel oder irgendwie sowas, dass du mit, kannst du eine Einstellung machen, dass du mit voller Auflösung das Bild oder das Video hochlädst. Weil ansonsten drosseln die Auflösung nämlich oder die Qualität von den Bildern und den Videos. Vielleicht kommen wir hier von der Ecke rein. Ich bin gerade mega erschrocken, weil da was blinkt. Okay. Und das ist das Notausgangsschild. Aber das heißt ja, dass Strom noch gehen muss. Oder nicht? Wobei die auch im Notfall wahrscheinlich leuchten müssen, wenn kein Strom mehr vorhanden ist. Wollte ich gerade sagen. Aber jetzt bin ich kurz irritiert, weil hier steht ein Name. Hier ist eine Klingel, da drauf steht ein Name. Nicht, dass das Ding hier noch sogar teilaktiv ist und hier einfach jemand wohnt, Leute, das wär's. Aber da kommen wir vielleicht rein. Aber ich würde sagen, wir schauen vielleicht erstmal, ob wir auf den Turm kommen, weil das wäre auch cool, weil auf dem Kirchturm, glaube ich, war ich auch noch nie. Vielleicht als Kind mal irgendwie. Das war schon sehr, sehr lange her. Oh, das gibt aber ganz schön viele Treppen. Meine Güte. Das ist ja auch eine Kirche. Hier ist die Orgel. Habt ihr mir jetzt ein bisschen größer noch vorgestellt? Die ist aber wirklich ziemlich klein, ne? Also ich weiß, bei mir hier in meinem Ort, die Orgel in der Kirche, die ist riesig. Ton rauskommen, das wär's. Ja, ey, ohne Witz, stell dir mal vor, du haust auf die Tasten. Den übelsten Ton da raus und erstmal die kompletten Nachbarn alle wach. Und weil du da irgendwie hier, keine Ahnung, also schön auf die Orgel da rumklopst. Aber krass. Ach, der hat da einen Spiegel. Hier oben konnte der Organist alles beobachten. Ach Leute, habt ihr schon mal in so eine Orgel reingeschaut? Wer immer mal wissen wollte, wie sowas von innen aussieht. Oh, und wo führt denn diese Tür her? Die ist komplett für die nach draußen. Ist zugemacht worden, komplett mit Bauschaum. Dahinter auch mit Brettern. Aber da geht es auf jeden Fall weiter dahinter. Das würde mich jetzt auch interessieren. Warum sind hier so viele Türen teilweise zu? Fragen über Fragen, liebe Jules. Ja, genau. Du kannst. Ja, ich glaube, YouTube drosselt das nicht, ne? Glaube ich nicht. Aber es kommt halt. Entschuldigung, auch immer darauf an, in was für einer Qualität in was für ein Videoformat du, glaube ich, auch dann Video renderst oder irgendwie so. Ich weiß, ich mache das immer, ich habe immer dieselben Einstellungen und wenn ich mir das dann angucke, dann passt das. Aber es, wie gesagt, es kommt halt auch immer auf das Handy, Kamera,
etc. pp. Drauf an. Ich glaube auch auf den Lichtsensor und hast du nicht gesehen oder irgendwie so. Du musst einfach immer gut ausleuchten. Dann hast du eigentlich auch mit den heutigen Handys definitiv eigentlich immer ein gutes Bild. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf den Turm. Echt, bist du an der Glocke? Ja. Das ist ja cool. An der Glocke. Glocke, das klingt immer so niedlich. Wie die arbeiten mit Druckluft? Eine Orgel? Achso, ja klar. Du hast ja dann diese, ja, wie nennt sich das? Diese Pfeifen oder irgendwie so? Nennt man das sogar Pfeifen? Ich weiß es nicht. Genau, wo dann da oben der Ton rauskommt. Gott, wie steil ist das bitte? What the fuck? Oh, fresh. Kalt hier oben. Geht noch höher. Ui. Der Klöckner von Notre Dame. Klöckner. Da ist die Glocke. Die Glocke. Da geht's. Das ist so niedlich bei ihr. Glocke, Kirche. Noch ein Stück höher. Hoch. Boah, das ist so steil, Leute, die Stufen. Stimmt, Fantan, ne? Ja. Oh, es geht ja noch. Ach nee. Oh, stimmt. Oh, die Leiter reicht nur nicht ganz aus. Ja. Nee, ist leider kein Fenster, deswegen macht es auch keinen Sinn, das wieder hochklettern. Aber ja. Krass, auch mal ganz oben, zumindest fast ganz oben auf dem Kirchturm gewesen. Oh, und die Glocke, aber boah, diese. Diese verstell sie mal. Nein. Jetzt gleich kracht alles ab. Oh ne, also so kann man hier gar nicht runter. Rückwärts. Rückwärts muss es sein. Oh. Heilige Maria, Mutter Jottes. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da links irgendwie reinkommen in den Teil, der abgesperrt ist. Da hinten ist Notausgangsschild. Man sieht es, glaube ich, gar nicht. Blinkt richtig wild. Richtig hier wild. Hier auch nochmal Namen. An der Klingel. Und hier kommen wir in diesen Bereich rein. Also richtig unnötig, dass die eine Tür abgesperrt ist. Das Ding ist riesengroß, Leute. Hier weiß man erstmal gar nicht, wo man irgendwie lang gehen soll. Okay, es sieht nur so aus, als würde hier vielleicht sogar renoviert werden. Warum liegen hier so viele Steine rum? Zum Thema Kirche. Beziehungsweise gibt es bei mir hier um die Ecke, quasi, ich glaube, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde Autofahrt von mir entfernt, auch angeblich eine verlassene Kirche, ein Riesending, auch noch komplett alles drin. Dann stellte sich aber auch heraus, die sind da eigentlich nur am Renovieren gerade. Also ein Glück, dass sie da nicht drin war. Das ist irgendwie, zum Teil sieht es auch schon so ein bisschen ausgeschlachtet aus. Zullen we dann nu de veret moi gan maken adig zin. Blumen beuten zetteln. Ja, definitiv. Samen Blumen in het Boss verziehen. Leute, wer kann mir das jetzt mal übersetzen? In die Kommentare droppen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an eine Arztpraxis, ist aber eine ehemalige Küche. Oh! Ja, das ist weniger schön. Der komplette Kühlschrank ist voller Maden. Oh mein Gott. Voll gut. Genau mein Ding. Oh Gott, Leute, da muss da auf jeden Fall noch Essen drin sein, sonst wäre der nicht so komplett voller Magen. Boah. Und was dann eben meinte, hier hängt ein Kalender von 22. Habt ihr gehört? Sie meinte, da hängt ein Kalender von 22. Der gute Sven. Das ist in der Tat verrückt, weil nach 22 sieht das Ding jetzt auch nicht mehr unbedingt aus. Sven? Ja? Ach, da bist du. Hey, wir gucken gerade ein Video, Jules. Wo bist du? Hier. Ich möchte nicht alleine im Kloster sein. Ey, das hier erinnert mich ein bisschen an Harry Potter, so an Hogwarts. Diese Gänge hier draußen, der Innenhof. Ja. Fun Fact, habe ich nie geguckt, Harry Potter. Hat mich nie gecasht, überhaupt nicht. Habe ich heute noch mit einem Kollegen mich drüber unterhalten. Harry Potter. Sag mal, wer schreibt mir denn hier die ganze Zeit? Achso, Gruppe. Entschuldigung, Jimmy, ist die Gruppe. Habe ich nie geguckt, Harry Potter. Ich weiß nicht. Ich
Hab mich echt nie gecasht. Dann lieber so Herr der Ringe. Wir haben riesige Aktenschränke. Aber es sieht echt so aus, als würden die hier neu bauen. Also als würden die das Ding wieder renovieren. Was ja an sich auch Sinn macht, weil die Substanz von den Klinkern ja halt noch voll gut ist, ne? Leute, schaut euch das mal an. An dem Mauerwerk an sich ist ja nichts. Das ist richtig schönes Mauerwerk. Ich wollte gerade sagen, das sieht schon geil aus. So, aber wenn man hier jetzt einmal durchwischen würde, sah das schon jetzt ziemlich gut aus. Durchwischen. Auch einfach ein mega schöner Innenhof. Das sieht so verwunschen aus. Durch das Fenster erkennt man es gar nicht so gut, aber ich kann es auch von draußen nachher nochmal filmen, wie dieses Gebäude so komplett eingewachsen ist. Sehr, sehr krass. Okay, hier wird definitiv 100% neu gebaut. Oh, sorry. Ich mache so jedes Bild immer kaputt. Bei der Taschenlampe, weil hier liegt alles voller Stahlstreben, oder? Ja. Ganz ehrlich, also, das Ding ist never lost. Never. Die sind da am Renovieren oder irgendwie was. Allein der Kalender von Dezember 22, also sprich letzten Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wann sie da war, wann hat sie es hochgeladen, ist das aktuelle, ne, von vor 4 Stunden. Aber ich denke mal, dass sie da wahrscheinlich vor zwei, oder lass es vielleicht einen Monat, 1-2 Monate oder irgendwie so, so wie das, so wie es sah herbstlich. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz zurückspulen. Ja, oder vielleicht doch noch nicht so lange her. Das Ding ist never lost, die sind da am Renovieren, 100 pro. Ja, die werden das Dach haben wir eben gesehen, das Dach sieht ziemlich marode aus, aber die Grundsubstanz ist halt super, ja. Hier ist Dämmwolle. Stimmt, das sieht wirklich aus wie Haustüren als Schranktüren. Das ist. Nee, Jonas, weißt du, was ein Muss ist? Herr der Ringe, das ist ein Muss. Harry Potter, nee, wie gesagt, ich weiß es nicht. Das hat mich nie gecatcht. Ich habe, glaube ich, den ersten Teil angefangen, fand den irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, Herr der Ringe, alles geguckt. Der Hobbit, alle drei Teile davon, Herr der Ringe, alle drei Teile, könnte ich auch immer wieder gucken. Habe ich jetzt sogar, glaube ich, auf DVD hinter alle 6 Teile. Sehr witzig. Das ist der typische holländische Humor, so. Finde ich witzig. Hä, sind wir durch die Tür reingekommen? Nein, wir sind doch durch ein Fenster rein. Hauptsache hier steht die Tür auf, jo. Aber jetzt kann ich euch mal kurz leider mitnehmen und den Innenhof zeigen, weil ich finde den so krass. Guck mal, die hatten da sogar noch ein Tretbecken oder was, oder ein Teich, ein Tümpel. Leute, so schön. Die Kirche, da waren wir eben drin, in dem Turm. Wir waren jetzt hier noch, ne, der unteren Etage, da oben zieht sich die erst Etage noch lang. Gut, es wäre erstmal eine Kippe da eben gerade. Riesig großes Gebäude. Was ist denn das für ein Geräusch? Da läuft doch Wasser. Das klingt gerade, als hätte jemand so einen alten, quietschenden Wasserhahn. Weißt du, so angequetscht. Das ist richtig gut. So gequetscht hat man. Das kommt hier aus dem Fenster. Oder ist das eine Lüftung? Das ist eine Lüftung. Dass da Gras ausströmt oder irgendwie so Heizung defekt. Stell dir mal vor, du machst da Licht unten an und fliegst deine Luft, weil da einfach mal Gas ausströmt. Keiner kriegt's mit. Nee, da tropft's auch. Ach doch, das ist eine uralte riesige Heizung und die funktioniert noch, Leute. Die Heizung läuft hier einfach. Und ich habe eben im Auto noch aus Spaß gesagt, hoffentlich finden wir Lost Place mit Heizung, weil mir so kalt ist. Boah, Leute, ist das ein Traum. Da kann man noch mal kurz die Schnauze halten und einfach auf sich wirken lassen. Genau. Hier auf der Bank wurde gesessen, dann vielleicht im Tretbecken oder Teich oder was da angelegt war. Vielleicht auch ein Becken eher, weil da noch so Sitze drin stehen. Entspannt. Der Teich war übrigens dahinter, wo es so grün umzäunt ist. Mit Blick auf die Kirche. Richtig schön. Jetzt hast du Kirche. Nee, okay, ist ja kein SCH, ne? Wegen Tisch, Tisch. Tisch, 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 Tisch.
Übrigens blüht hier eine letzte Blume. Der ganze Garten ist tot. Komplett. Fällt mir gerade auf. Und hier blüht eine Blume. Wie im Winter. Die letzte. Nein, da war noch eine andere. Jules, das stimmt so nicht. Was ist das denn? Ach nee, das ist Müll, glaube ich. Naja, gut. Man merkt, ich habe nicht so den grünen Daumen. Die Blume. Der ganze Garten ist tot. Komplett. Fällt mir gerade auf. Und hier blüht eine Blume, wie im Winter. Die letzte. Der Rest ist... Nee, ne, Lothar, ich finde die Quali also... Komplett braun. Ich weiß nicht. Vanilla. Warum lässt du mich immer allein? Weiß ich hallo, nicht. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 Jules. Ja, wo ist er denn? Ja, hier. Hallo. Ach, warte, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Hä? Hä, das kam doch safe von hier. Ich glaube, ich werde taub. Das Arme. Die Jahre. Jonas gibt ja erstmal Fußballergebnisse im Chat euch. Sehr gut. Ja, ich bin ja HSV-Fan, aber ich gucke schon seit Jahren kein Fußball mehr. Und nein, das hat nicht damit zu tun, dass sie abgestiegen sind in die zweite Bundesliga. Ich komme einfach nicht dazu. Ich muss samstags arbeiten und irgendwann habe ich aufgehört, Fußball zu gucken. Damals regelmäßig, oh, ich werde müde, Leute, was ist jetzt los? Damals regelmäßig im Stadion gewesen oder oft in Hamburg gewesen zum Fußball. Und ja, schon lange nicht mehr. Ob sie wirklich Angst hat alleine? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, pass auf, Gina und Dandy. Ja, du hast recht. Ich nehme mir immer so als Beispiel hier den Shai. Kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Der immer so richtig verrückte Sachen macht. Filmt auch ganz stinknormal mit seiner GoPro. Und Ton ist bei ihm auch nicht top, weil wenn er da irgendwie so Trainsurfing oder so macht, da hat er jetzt nicht so ein richtiges Mikrofon oder irgendwas oben drauf mit Windpuschel. Du hörst halt einfach, hast halt diese störenden Windgeräusche. Oh, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Und kurz mal gehen. Entschuldigung. Oh, was ist denn los mit mir? Und ja, filmt halt auch noch mit der GoPro. Aber das ist schon... Über die beste Zeit. Also sobald schlechte Lichtverhältnisse sind, ist es halt... Ja gut, du erkennst was... Und wenn sie was zeigt, dann leuchtet sie es halt vernünftig aus. Ja. Außen vorbei. I can see you there from behind. Also ich wollte gerade sagen, da nachts, Alter. Das ist, glaube ich, richtig krass. Pizza macht müde, ja. Ja, auch die Nacht ein bisschen wenig geschlafen. Ich mache mir selber Angst. Oh Mann, Leute, der Tag war schon wieder zu lang. Mein Hirn ist Schmutz. Wie unnötig. Er hat jemand aufgehangen. Im Kloster, weil er das witzig fand. Ja, gut. Vielleicht haben sich auch die Mönche da dran ergötzt. Ich weiß es nicht. Okay, Leute, hier auch nochmal. Sieht aus wie so ein kleiner Esstisch. Vielleicht irgendwie ein kleiner Aufenthaltsraum. Und hier ein etwas größeres Zimmer mit Tellern. Vielleicht war das auch irgendwie das SS-Wohnzimmer, Spielezimmer. Da liegt noch eine Karte. Dann konnte man hier raus auf den Balkon. Richtig schön. Ja. Das ist halt ein Spiegel, ne? Ernsthaft? Meinst du wirklich? Meinst du wirklich, dass es so ein Spiegel durch jemand von der anderen Seite durchkommt? Das ist wie beim Verhör. Nee. Es ist wirklich einfach nur ein Spiegel. Auf der Rückseite ist eine Wand. Es sei denn, es war irgendwie hier versteckt. Man konnte das hier rüber steuern. Aber Leute, das wäre es gewesen. Dann hätten die im Kloster hier die Leute eingeladen und die hier durch den Spiegel beobachtet. Aber es sieht echt so aus. Ich habe auch. Also zum Thema Ton muss ich dazu sagen, ich habe, hier oben ist er ja, hier steht ja meine Kamera, ich switch mal ganz kurz mal auf die große Cam um, auf die Facecam. Genau, ich filme ja auch quasi nur mit der DJI Pocket 2 hier, ne, finde ich halt mega geil. Erstens habe ich keinen Bock auf eine große Kamera, so eine große Spiegelreflexkamera, und weil die halt mit dem eingebauten Gimbal hier
finde ich, ist die schon richtig geil und macht auch geile Aufnahmen. Definitiv. Auch im Dunkeln, wo einige Leute sagen, Alter, hätte ich nicht gedacht, dass sie so gute Lichtverhältnisse hat oder Aufnahmen macht auch im Dunkeln. Und dann habe ich noch das kleine Rode Richtmikrofon, das hängt, meine Kameratasche hängt hier übrigens am Stuhl hinter mir. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal, komme ich dran. Hier mit Windpuschel, wo ist es denn? Kamera da. Das ist das Rode VideoMic. Nee, Rode VideoMicro. Einfach nur VideoMicro. Benutze ich aber selten, bin ich ganz ehrlich, weil das interne Mikro von der Pocket 2, gut, klar ist halt, es ist halt mega windig, ne? Dann hast du auch das Windrauschen. Aber das interne Mikro finde ich schon richtig geil. Persönlich. Ich habe auch nicht eingestellt, dass es ringsherum, also du hast ja vier kleine Mikrofone in der Kamera, sondern habe halt eingestellt, dass nur vorne und hinten. Finde ich auch cooler, wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, weil bei dem Rode VideoMic. Oh, ich kann es halt am Aufstoßen. Es tut mir leid. Ich fange schon so an wie Monte hier und du rübst dann gleich so richtig krass ins Mikrofon. Nein, mache ich nicht. Das ist halt ein Richtmikrofon. Das ist halt, wenn es so auf mich gerichtet ist, so auf mich gerichtet ist, also im Prinzip wie ich hier das Mikrofon vom, wenn ich jetzt hier hinter bin. Ich weiß nicht, hört man mich trotzdem? Keine Ahnung, weiß ich nicht. hat es natürlich einen klaren Ton von mir. Aber alles, was dahinter ist, wenn jetzt zum Beispiel hier Jimmy oder so oder Chris oder ist ja auch egal, oder Jonas dahinter steht und spricht in meine Richtung, hörst du ihn kaum. Und das finde ich halt bei der Pocket ganz geil, weil du halt hier links, rechts, vorne, hinten jeweils Mikrofon hast, also vier Stück insgesamt. Ich habe auch nur eingestellt, dass vorne und hinten, so rum. Nee, eigentlich ist das ja vorne, ne? Vorne und hinten aufnimmt, weil wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, hörst du halt auch die anderen Leute was sagen? Beste Actioncam überhaupt für solche Abenteuer GoPro? Ja, also Actioncam will ich mir definitiv auch nochmal holen, weil Problem bei der Pocket 2 ist halt, das Ding ist halt nicht wasserdicht. Also wenn es wirklich in Strömen regnet, beziehungsweise Insta360 finde ich persönlich auch richtig geil. Vielleicht wird so eine Insta360, auf jeden Fall eine Actioncam. Auch kurz eben dran gedacht. Wirsch. So, Leute, wir sind wieder im Auto. Die Heizung ist an. Erstmal ein bisschen aufwärmen und fahren jetzt nach Hause. Die Tour ist für heute erledigt. Ich bin auch erledigt. Ich bin irgendwie kaputt und so langsam wird es aber wenigstens wieder warm. Irgendwo noch was zu essen auf dem Weg und dann Schöne geht's Pizza. nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Fand ich mal eine komplett andere Location. Auch richtig krass einfach mit der Kirche da drin. Jonas, kennst du das Video von Jules? Haus der Lehrerin. Waren wir auch schon. Sehr, sehr schön und sehr gut erhalten, weshalb es wahrscheinlich dann auch nochmal renoviert wird. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben kriegst du definitiv. Bildqualität war jetzt nicht die geilste. Mega cooler Spot. Haben gerade dein Video bei mir im Stream angeschaut. Daumen nach oben Emoji. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich bei Windows? Ach, kriegst du einen Zwinker-Smiley. So. Zack, kommentieren. Boom, fertig aus. Also, Leute, schaut bei der guten Jules vorbei. Ne? Lasst gerne ein Abo da. Einen Daumen nach oben und ein bisschen Liebe.